Heute möchte ich mal über das Thema Helfen in Ungarn oder wie das ungarische System, wahrscheinlich auch ganz osteuropäische System dort funktioniert, wie jeder halt jedem hilft. Und das gerade im Gegensatz zu Deutschland. Also als ich damals in den End-90ern nach Ungarn eben ausgewandert war, da war es damals in Deutschland so, dass eigentlich nicht nur bei mir, auch die anderen, jeder war eigentlich individuell und hat individuell so versucht, überall seinen Vorteil zu langen oder sich um die Sachen, die einzelnen Sachen zu kümmern. Aber das war eigentlich auch so nicht mehr in unserer Generation, dass wir gegenseitig uns geholfen haben. Und als ich dann nach Ungarn kam, da war das nicht nur in der Familie so, sondern auch mit dem Bekannten, Verwandten und ja, entfernten Kreis. Und selbst in den Fällen, wo man sich nicht mochte, das ist ganz, ganz wichtig, dass jeder jedem half. Was hieß das konkret? Also wenn ich zum Beispiel heute einen Arzttermin haben möchte oder brauche oder für mein Kind einen brauche und ich kenne irgendeinen, der gerade Arzt auf diesem Gebiet ist, so, und der hat vielleicht aber auch Warteschlangen und 100.000 andere Patienten, egal, dann würde er mir helfen. Und eben mich oder meinem Kind schnell einen Arzttermin vermitteln. Und in diesem Fall würde er auch nichts dafür nehmen. In anderen Fällen, was weiß ich, wenn ich zum Beispiel am Bau bin und ich möchte irgendwas an meinem Haus machen und ich kenne irgendeinem, was weiß ich, Dach oder so, der eben Zimmermann ist, dann würde der mir auch helfen und der würde mir vielleicht ein besonders günstiges Angebot machen. Aber diese ganzen Sachen, und das ist jetzt sehr, sehr entscheidend, das funktioniert nicht so. Was weiß ich, ich möchte ein Haus bauen, komm an, kenne einen Zimmermann, brauche ein Dach und sage, du, kannst mir mal mein Dach bauen. Was weiß ich für nichts, und dann sage ich vielen Dank. Sondern das ganze System funktioniert so, wenn ich auch was zurückgeben kann. So, und das ist so ein stillschweigendes Agreement. Also keiner, der dem anderen hilft oder dem ich helfe, keiner wird ausgenutzt und keiner fühlt sich ausgenutzt. Das geht nur, wenn man eben auch was einbringen kann, sage ich jetzt mal beim Baubereich. Wenn ich bin zum Beispiel, sage ich jetzt mal Fliesenleger. Ich bin Fliesenleger. Ich suche den, der mein Dach machen kann. Und dafür mache ich irgendwo anders die Fliesen. Also eigentlich ist eigentlich eine Tauschwirtschaft. Ich sagte deswegen auch in ganz Osteuropa, weil ich weiß noch damals in Deutschland, dieses Beispiel werde ich nie vergessen, wo Spätaussiedler nach Deutschland kamen, in meinem entfernten Bekanntenkreis, war das, da kamen, was weiß ich, 10 Spätaussiedlerfamilien in Norddeutschland in ein Dorf. Und die hatten innerhalb von 2 Jahren, hatte jeder von denen ein Haus fix und fertig, so. Und alle waren total neidisch. Die Deutschen haben gesagt: Mein Gott, wie schaffen die das? Wir müssen Leben lang sparen. Und die kommen hier auch noch aus Polen, Spätaussiedler und Russland. Und dann jeder hat innerhalb dieser Zeit ein Haus fix und fertig. Das ist unglaublich ungerecht. So, aber wie haben die das gemacht? Das ist eben das typische Hilfeprinzip wie in Ungarn. Im ersten Jahr haben sie das erste Haus fertig gemacht. Oder nicht im ersten Jahr. Erst haben sie es vom Eisen fertig gemacht und so weiter und so fertig. Jeder konnte was, jeder hatte eine bestimmte Facharbeit. Und so haben sie alle gemeinsam ihre Häuser gebaut. Und nur durch diese Gemeinsamkeit haben sie eben in unglaublich schneller Zeit für jeden das Haus fertig gemacht, oder? Das war doch super. Und ja, so funktioniert das auch in Ungarn. Und ich sage mal das, weil ich denke, das ist uns irgendwie abhandengekommen oder aberzogen worden, auch in Deutschland, weil ich weiß hier, also gut, ich spreche jetzt nun mit sehr, sehr vielen Leuten wegen meinem YouTube-Kanal, viele wenden sich an mich und da kann ich euch echt einige Beispiele sagen, wo ich auch sehe, dass das in Deutschland jetzt auch sicher überhaupt nicht so funktioniert, dass sich da jeder nur um sich selbst kümmert und auch vielleicht oft und gar nicht böse gemeint hat. Das ist so drin. Also ich weiß ein Beispiel, wo zum Beispiel jemand wusste, dass ich eben mich mit alten Gemüsesorten beschäftige und eben Saatgut vertreibe. Also das wusste der. Und dann hat er erstmal irgendwo anders sein Saatgut gekauft
Und dann hat er mir davon auch groß erzählt, dass er dort und dort und dort hat er für so teuer hat er Saatgut gekauft. Also erstmal dann nicht bei mir. Und dann hat er aber auch noch im nächsten Zug gesagt, wollte er von mir, du kannst mir nicht das geben, das besorgen, das und hier und dort. Also er war nur auf seine Vorteile aus in allen Punkten. Und dann habe ich einfach gar nicht mehr reagiert, weil der konnte das überhaupt nicht verstehen. Und das ist übrigens auch so, das auch noch so ein Gesetz. Also, was weiß ich, hast du einen Teeladen und vertreibst Tee, jetzt nur als Beispiel, ist genau wie ich mit meinem Samenshop. So, und du hast Bekannte, dann wäre es ein Unding, dass diese Bekannten, wenn sie Tee brauchen, zum Beispiel nicht bei dir den Tee kaufen, sondern woanders und noch darüber erzählen. Also das geht schon mal gar nicht. Das, wie gesagt, jeder hilft jedem und nur so funktioniert das. Und da habe ich eben auch gesehen, genauso wie in anderen Sachen, wo man eben mir gesagt hat, hallo Alex, kannst du mir nicht das und das und das. Aber sie konnten auch nicht zurückgeben oder sie wollten auch nicht zurückgeben. Und so geht das nicht. Also entweder, gerade wenn ihr jetzt aus Deutschland kommt oder ihr wollt, jetzt sage ich mal im Baubereich. Also ihr müsst euch natürlich erstmal einfinden, aber ihr könnt nicht erwarten, dass einer für euch alles einfach tut. Und ihr könnt aber nicht zurückgeben. Also entweder ihr könnt in dem Bereich auch was anbieten und dann praktisch mit ihm tauschen oder ihr müsst dafür bezahlen, ganz einfach. So, und viele sagen, regen sich dann auf, oh, das ist so teuer, die nehmen für alles Geld. Ja, aber entweder oder. Also entweder du bezahlst oder du tauschst. Anderes ist meines Erachtens auch überhaupt nicht möglich und führt das System auch ad absurdum. Okay, sag mir doch mal, wie ihr die Erfahrung, wie ihr es im heutigen Deutschland, ich bin ja nur 20 Jahre raus, ob das auch so ist, dass sich jeder eigentlich nur um sich selbst kümmert und um den eigenen Vorteil oder ob es vielleicht noch irgendwo so funktioniert, wie ich das aus Ungarn gesehen habe, beziehungsweise wie ihr das aus Ungarn erlebt. Okay, also, like das Video wie immer, abonniert den Kanal und abonniert mich auch auf Telegram, ist alles hier runter verlinkt. Alles klar, macht's gut aus Ungarn, ciao, ciao.